Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch heute wieder aus meiner Wohnung. Wie die einen von euch vielleicht mitbekommen haben, bin ich letzte Woche in Vancouver, Kanada. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Jetlag im Moment. Gestern fast den ganzen Tag durchgeschlafen, heute überhaupt nicht geschlafen. Wir machen das Beste daraus. Ich werde euch schnell ein Update geben bezüglich Ernährung und Training. Natürlich nicht optimal gewesen in Kanada. Ist ja auch allen klar, es sind Ferien, das ist völlig in Ordnung. Wir haben zwar relativ gesund gegessen. Ich muss sagen, ich bin mit der Kundin und sehr gute Kollegin von mir in Kanada gsi und darum war eigentlich von Anfang an klar, dass das wahrscheinlich nicht eine mega ungesunde Woche wird und dass wir uns viel werden bewegen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so viel bewegen. Es war wirklich auch ein bisschen krass. Wir sind viel gelaufen, irgendwie, glaube, durchschnittlich 25'000 Schritte am Tag, Berge drauf, Velo gefahren, Kanu gefahren. Ja, es war eine sehr sportliche Woche. Und das Krasse ist wirklich, in Kanada ist das Essen so günstig. Vor allem das, was bei uns so teuer ist wie Sushi oder Chinesisch. Wir haben ganz viele feine, spezielle Sushi gegessen. Natürlich vegetarisch und etwa die etwas frittiert. Aber es war so fein. Und jeden Abend Frozen Joghurt. Da kommt es natürlich aufs Topping drauf an. Ich bin nicht die, die Früchte drauf schmeißt, weil mich das Geld ein bisschen erreut, ehrlich gesagt. Kann man aber natürlich machen. Ist für mich nicht eine Option gewesen. Dann haben wir jeden Morgen, das war so cool gewesen. Das vermisse ich wirklich in der Schweiz. Wir haben jeden Morgen entweder Joghurt mit Früchten und Granola geholt oder Porridge mit Früchten und wenn man will, Granola. Und es ist wirklich rein preistechnisch so nicht zu vergleichen mit der Schweiz. Man zahlt etwa, ich glaube, es waren zwischen 4 und 5 Dollar gewesen, was ungefähr mit Schweizer Franken gleichzusetzen ist. Und ich glaube, in der Schweiz würde man das Vermögen zahlen, gerade für die Menge, die man dann dafür überkommt. Das so ein bisschen ernährungstechnisch. Wir haben immer zu Morgen gegessen. Wir haben zum Mittag meistens so ein bisschen kalt, ein bisschen Reiswaffeln, Früchte, Crackers, so Gantadou-Zeug. Was haben wir noch so gegessen? Ja, kalt und einfach vor allem. Und es geht mir bestens so. Ich behaupte rein Spiegelbild technisch, dass ich sogar wahrscheinlich ein bisschen abgenommen habe in dieser Zeit, weil mich das wirklich extrem viel bewegt. Ich sehe das meistens, jetzt sieht man es nicht, aber ich sehe das meistens, da hat es so Rippenbögen, die bei mir mehr rauskommen. Und dort sehe ich sofort, ob ich etwas abgenommen habe oder nicht. Und ich habe das Gefühl, das war der Fall. Sonst, also es wird nicht viel sein, aber einfach so. Ja. Ich bin nicht auf die Waage gestanden. Ich muss sagen, es interessiert mich nicht. Aber eben, wie gesagt, ich werde es sicher wieder einmal machen, einfach um euch auf dem Laufenden zu halten. Wir haben sonst nicht trainiert, aber dafür trainiere ich heute mit euch. Sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zum Sagen. Ist noch etwas? Nein, ich glaube nicht. Wir machen heute zusammen ein HIIT-Training. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Also jetzt eben einfach in der Ferien nicht. Wir hatten am Montag noch Bootcamp. Ich habe einen Muskelkater noch von dort. Aber das soll uns nicht abhalten. Eigentlich empfehle ich euch nicht, im Muskelkater jetzt zu trainieren. Bei mir hat es jetzt ein bisschen nachgelassen. Von dem her völlig in Ordnung. Wir machen ein HIIT-Training, das etwas mehr auf Ausdauer geht. Darum kann ich das vollkommen verantworten. Ich probiere in den nächsten Tagen wieder ein bisschen Foot Diaries abzudrehen und hoffe, euch so ein bisschen zu unterhalten. Wir machen miteinander hoffentlich das HIIT-Training. Also legt euch Sportkleider an. Es wird nur eins sein, das sehr kurz geht. Es sind etwa um die 13 Minuten rum. Es sind wenig Pausen vorgesehen und voll Power durch. Wir fangen gerade an. Viel Spass. Gut, wir starten gerade. Es sind drei Blöcke.
an 4 Übungen und wir machen jeden Block zweimal durch. Das heisst, wir machen 6x 4 Übungen, die 30 Sekunden gehen. Ich zeige euch den ersten Block an 4 Übungen und wir machen gerade zweimal durch. Die erste Übung sind Mountain Climbers. Sie sehen so aus. Die zweite Übung sind tiefe Squats. Wir gehen breit und wir bleiben unten und kommen eng. Wir gehen breit, eng, bitte einen geraden Rücken. Dann die dritte Übung sieht so aus. Ihr kommt in die Liegestützposition, ihr kommt neben die Hände und richtet euch gerade auf. Kommt wieder tief, führen, gerade aufrichten. Die vierte Übung ist auch wieder da unten. Wir machen Hantelmannen in der Liegestützposition. Seht ihr so, sind eng mit den Beinen, breit, eng, breit. So, ich habe euch die gezeigt, weil wir nachher keine Zeit haben zum Schwätzen. Es sind 30 Sekunden ohne Pause dazwischen. Das heisst, wir machen jetzt die 8 Übungen ganz ohne Pause. Ich hoffe, ich kann mir die Reihenfolge merken, weil ich bin sehr schlecht in dem. Aber ich glaube, wir schaffen es miteinander. Ihr seht, es sind insgesamt 12 Minuten 39 Sekunden und 24 Sätze. 6x4. Gut, wir legen los. Und zwar nochmal: Mountain Climbers, wir haben Squats. Wir haben Squats mit den Hops verbunden und wir haben die Hampelmannen in der Liegestützposition. Your love is quick as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Baby, love me like that. In the darkest night, go weiter. Breit und eng. I give you everything. Baby, love me like that. Baby, love me like that. You can turn my lights out. In the darkest night, dann noch halten. Search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me like that. Thank you.
ins Fass. Baby, love me lights out.
gehen zu der dritten Runde. Es fühlt sich an wie die 25. Gut. Also eigentlich ist ja die 5. Runde. Gut. Also, wir fangen an. Das mal mit Jumps. Das heisst Boden berühren, U-Pumpen, Boden berühren, U-Pumpen. Zweite Übung. Sieht so aus. Wir nehmen die Arme seitwärts und wir tun so schnell wie es geht rennen. Tabeln, rennen, sprinten, wie wir es einmal nennen. Dann die dritte Übung nennt sich Skater. Das heisst, wir berühren den Boden und gehen seitwärts. Gut. Und die vierte Übung, die wir machen, sieht so aus. Wir gehen im Ausfallschritt nach hinten und machen einen schnellen Wechsel vorne. Es sind nicht Jump Lunges, die ihr gleichzeitig müssen, sondern es ist ein schneller Wechsel die vorne. Jetzt probieren wir das noch zu rekonstruieren. Ich packe meinen Koffer. Erste Übung, Jumps. Zweite Übung, da hapert es schon. Gut, ich habe es wieder. Es ist Jump, Sprinten, Skaten und dann den Ausfallschritt. Wir fangen gerade an mit den Jumps. Gib ihm, zweitletzte Runde. Love me like that.
Bobby. Schon streng, oder? Nicht nur für mich. Wow. Da sehen wir mal, was ich ausmachen kann. 13 Minuten Training. Schon lustig, ne? Dass man da alles aus sich rausholen kann. Wo andere vielleicht nicht einmal in einer Stunde arbeiten. So. Ich habe genug geschwätzt für heute. Ich wünsche euch ein gutes Feeling nach dem Training. Macht unbedingt mit. Es lohnt sich. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns etwa wieder in einer Woche. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.